Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 21 von Let's Play Warhammer 40.000 Space Marine. Ja, und ich würde sagen, wir machen uns mal weiter auf den Weg in Richtung Titanhilfe. Eieiei. Okay, das kam überrascht. Puh. Leute, Leute, so ein Schreck und das gleich zu Beginn der Folge. Oh, rote Fässer, das ist doch immer schön. Beziehungsweise rote Leitung. War da nicht gerade noch einer? Hihihi, das tut ja weh. Alter Schwede, kann man denn hier überhaupt irgendwo mal in Deckung gehen? Ich muss hier raus. Ja, oder in die Steam-Community. So. Ich wollte jetzt eigentlich noch gar keine Slow-Mo aktivieren, aber auch gut. Hier gibt es auch nichts zu entdecken. Schade, ich dachte, jetzt passiert irgendwas Spektakuläres, weil das war jetzt nicht gerade eine wirklich taktisch kluge Stelle, um irgendwas hochzujagen, außer uns selbst vielleicht. So, wo gehen wir denn da am besten lang? Kaputt. Das sieht irgendwie gar nicht mal so gut aus, wenn hier so ein schwerer Bolt da rumhängt. Ist das doch eigentlich ein Hinweis auf jede Menge Feinde? Oder ein Hinweis darauf, dass wir hätten vorstürmen und uns das Zeug schnappen sollen? Aber naja, so wie wir Schaden genommen haben, wäre das vielleicht nicht die beste Idee gewesen. So, gibt's denn jetzt hier noch was? Ich möchte wirklich alles absuchen und möchte dann in der Bonusfolge so viel Audio-Logs wie möglich vorspielen zu können. Das wird bestimmt eine ziemlich lange Folge. Mal gucken. Aber ich denke mir, für Leute, die vielleicht an den Bonus-Sachen interessiert sind, vielleicht auch nicht so viel gefunden haben oder andere Sachen gefunden hatten, ist das ganz interessant. Hey, wer bist denn du? Oha. Hilfe. Ey, lass mich durch. Ah, und wieder geblockt von den eigenen Leuten. So, hier, her damit. Los, hallo. Natürlich kann ich es wieder nicht anwählen. Schön. Jetzt kann ich es auch wieder anwählen. So, mein Freund. Du bist mit lustig. Woher? Gut beobachtet. Welch scharfsinniger Kerl. So. Granaten. Rohrleitung. Und eine ganze Ecke gar nichts. Schön. Ne, hier ist auch nichts. Und ich habe mal wieder nicht geguckt, wann ich mit aufnehmen. Ja doch, aufnehmen anfange. Oh Mann. Speicherpunkt. Rutsch. Oh, jetzt haben die Scharfschützen oder was?
Na, danke. Ich bin also armselig. Mhm. Sagte er und platzte. Errungenschaft freigeschaltet, Feuerkraft. Ist bestimmt, wenn man mit solchen schweren Waffen 100 Kills oder so macht. Würde ich jetzt mal so schätzen. Aber ich weiß es nicht. So. Ja, finde ich auch. Er hat bekommen, was er verdient hat. So. Irgendwo kriecht hier bestimmt noch einer rum. Und schießt uns gleich in den Rücken oder irgendwie sowas. Ich schnapp mir einfach mal die ganze Munition. Ist ja cool, man kann den schweren Beuter wieder aufnehmen, wenn man ihn mal kurz fallen gelassen hat. Das hätte ich wissen müssen. Da hätte ich bestimmt schon mal zwischendurch den fallen lassen und mir nachher wieder mitgenommen. Aber egal. Bisher kamen wir ja dann doch noch mehr oder weniger gut durch. Irgendwie. So. Noch eine Handvoll Munition. Ist da vielleicht eine Schädelsonde? Nein. Ja, ich weiß, ich bin irre nach diesen Schädelsonden. Jetzt, wo es hier so Collectibles gibt, will ich sie auch haben. Okay, gehen wir weiter. Und ein Aufzug. Das hatten wir ja noch gar nicht in dem Spiel. Folgt bestimmt wieder ein Dialog. Oder ein Ladebildschirm. Oder beides. Oder gar nichts. Hui, ein sehr stiller Aufzug. Und ein Speicherpunkt. Ich sitze gerade irgendwie doof da. Mein Nacken schmerzt ein wenig. Aber wenn ich jetzt an dem... Oha. Aber wenn ich jetzt hier am Mikro rumwackle, dann klingt das doof. Hübsch. Es ist so schön. Da ist er. Fetzt. Verstanden. Es leuchtet. So, jetzt weiter. Ich will jetzt schneller zu dem Teil und fange ein bisschen näher ran. Uiuiui. Egal, aus welcher Perspektive man drauf guckt, man könnte immer ein schönes Hintergrundbild machen. Wusch. Reloaded.
So. Eieiei, der braucht mehr als ein Magazin. Das ist schon irre. So. Jetzt aber. Teufel aus dem Moor. Ach, diese Art von Teufel. Moment. Da möchte ich doch gerne mal was ausprobieren. Ja, das gefällt mir. So. Heute gibt's Gehacktes. Autsch. Hab gerade verstanden, Atomgranate. Aber ich wollte, wahrscheinlich nur sagen, Atomgranate. Ich finde den Sound der Granaten cool, wenn die dann so runterzählen sozusagen, bis zur Detonation. Detonation ist auch ein schönes Wort, oder? Klingt irgendwie schon cool. Los, komm. Ja, für den Kollegen nehme ich mal das. Ja, das ging auch gut. Aber wieder mal ein enormer Munitionsverbrauch. Ach du Scheiße, was bist denn du? Warum sie dich denn laufen lassen? Hey, Hilfe! Okay. Ich habe zwar nicht meinen Energiehammer, aber mit dir nehme ich es trotzdem auf. Dieser Aufzug bringt uns zur Verankerungssteuerung. Ich kümmere mich darum. Sie und Leandros öffnen die Türen zum Manufaktorum. Verstanden, Captain. Tja. Mit Hilfe der Wildheit kommt man eigentlich durch die meisten Situationen ganz gut durch, finde ich. Die ist schon ganz schön praktisch. Mhm. Gucken wir nochmal, was da an den Seitenräumen so zu finden ist. Vielleicht ja eine Schädelsonde. Aber wahrscheinlich hätte ich die ja schon mal gefunden. Im ersten Durchspielen. Lalalala. Ein kleines Workout. Ja. Hier ist zu. Naja, schade. Na, dann war da bestimmt mal eine Schädelsonde drin, weil... Wozu sollte ein leerer Raum sonst dienen? Sie gehören dem Maschinengott. Sie sind ein Zahnrad in der ruhmreichen Maschine. Ich bin also ein Zahnrad in der ruhmreichen Maschine. Mhm. So fühle ich mich manchmal auch. Sieht doch nach einem Aufzug aus. Ich bin einfach ein Hellseher. Jetzt fahren wir wieder hoch. Ich habe Inquisitor Drogans Energiequelle bei mir. Wir müssen ihre Waffen damit aufladen. Die Energiequelle? Die Riten, die die Sicherheit betreffen. Nur die besten Tankpriester. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird eine Chaosflotte über der Fabrikwelt hängen. Verstanden. Was ist das überhaupt, was hier mal vorbeifliegt? Ich habe keine Ahnung. Ui. Es wird immer besser. Verankerung gelöst. Invictus wird gestartet. Meine Brüder werden die Türen in Kürze öffnen. Was läuft jetzt los?
Bringen Sie Invictus zu den obersten Gerüsten. Ich komme an Bord. Ja, Captain. Na, das fetzt doch mal. Und wir gehen sogar an Bord. Es wird immer besser. Aber ich glaube, das ist doch was, was man sich eigentlich für die nächste Folge aufheben könnte. Kommt drauf an, wie die Speicherpunkte gesetzt sind. Mal schauen. Autorisation bestätigt. Ultramarines on. Der Imperator sei mit Ihnen, Space Marine. Sturmbolter freigeschaltet. Der Sturmbolter ist ein doppelläufiger Bolter, der eine... Was? Der eine wenig geringere Kadenz als der viel größere schwere Bolter aufweist. Dieser Geschosshagel geht hier auf Kosten der Stabilität. Was die Einsatzmöglichkeiten der Waffe auf mittlere und große Entfernungen beschränkt. Ach so. Ist also auf Nähe nicht ganz so cool, das Teil. Sieht aber schon mal fetzig aus. Mal ausprobieren. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, gegen den Plasmawerfer auszutauschen, denn der war ja auch ganz schön nützlich. Tja, und was auch nützlich ist, ist dieser Speicherpunkt gerade, denn diesen komischen Flugteilen widmen wir uns dann erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.